So, YouTube. Willkommen zurück zu My Game Dev City Studio Game Tycoon irgendwas. Wir sind wieder in unserem Saturn-Studio, inzwischen mit drei Mitarbeitern, die alle super glücklich sind, um am Tim City 2 zu arbeiten. Und wir haben schon 7 wunderbare Fans. Und ein Spiel zum Markt vermarkten. Irgendein Erfolg freigespielt. Was ist der rote Balken? Achso, wie viel wir ausgegeben haben. Ah, guck mal. $243 eingenommen am PC. Das ist nicht viel. 11.000 an der Watagi und auf Erlöse 13.000. Okay. Gewinn aber insgesamt minus 79.000. Aber 25.000 eingenommen. Entwicklungskosten aber 100.000, sehr teuer. 2 Fans gewonnen. Marketingkampagne mehr als die ersten 3 Einnahmen. Aber mal gucken, ob die eine Auswirkung auf den nächsten Monat hat. Mythology Ages, bisher unser beliebtestes Spiel mit 4 Fans. Aber auch mit 26.000 deutlich im Minus und hat auch nur 34.000 eingespielt. Achso, und Tim City ist noch in der ersten Phase, okay. Oh, einfache Animationen sind jetzt verfügbar. Prozessorbedarf und Grafikbedarf, das ist natürlich gut. Und das Genre Gauner wurde erfunden. 3 Jungs in einer Garage haben ein Spiel entworfen. Es ist so berühmt, dass es ein neues Spielgenre geschaffen hat. Es heißt Gauner. Okay. Apropos Gauner, wir haben ja auch noch Punkte übrig, oder? Das heißt, wir könnten auch hier noch ein bisschen mehr freischalten, wie RTS. Würde 150 Punkte kosten. Würde ich mal machen. Da gibt es nämlich MOBA, RTT und Tower Defense. Als nächste. Aber da müssen wir noch ordentlich Punkte in Technologien herausentwickeln. So, das passwortbasierte Speichern aus. Monosound. So, gehen wir damit ins Rennen und wir kündigen es an mit einer Demo. Ah, die Verkäufe hier, die Werbekampagne kam zu spät, das Feature. Das müssen wir hier gleich am Anfang machen, wenn das Spiel fortgeschrittener ist. Oh, hier haben wir gut eingegrenzt. Animation liegt also eher hier. Optimierung eher hier und Grafik eher da vielleicht. Und Ranglisten wollen wir haben. Sehr gut. Angehypt wurde es. Ah, minus 73.000. Mit 600.000 kann man auf jeden Fall kein zweites Studio aufmachen. Sage ich, wie es ist. Und die Löhne sind gestiegen von mir. Ja, gut. Meine Löhne sind mir relativ egal. Spielengine mal wieder aktualisieren. Da ist ja was dazugekommen. Und so kriegen wir auch 100.000 wieder aufs Konto. Und das lernt ja auch die Mitarbeiter an, besser zu werden, nicht? So. Halb 43. Warten wir gar nicht ab. Wir haben ja ein neues Genre, und zwar Gauner und RTS. So, RTS haben wir nicht so viele Hinweise, nicht? Hier haben wir 26. Das heißt, mit jeder Kategorie fängt man neu an. Aber wir wollen ein RTS-Game. Ah, man kann Gauner oder RTS machen. Manchmal gibt es Subgenres wie RTS, ein Gauner-RTS. Genau, man kann nämlich 2 wählen. Manche sind natürlich erfolgreich, manche weniger. Arabische Nächte, Gauner-RTS. Und dann nennen wir das King of Persia. Mit unserer Saturn 5 Engine, 5.5 Engine inzwischen. Zielgruppe, ja, eigentlich immer noch alle, oder? Kinder und Jugendliche oder nur Erwachsene? Mal nur ein Erwachsenen-Game? Versuchen wir es mal.
Plattform Watagi bleibt, auch wenn der Rick Grafik hat. Ah, der hat ja auch Grafik. Ja, von daher. Würde ich sagen, starten wir mal. Gucken, ob das ein erfolgreiches Genre wird. Hier sind wir bei 43% Hype. Ah, hier ist jetzt natürlich monochrome 3D-Grafik. Nee, 2D-Grafiken, aber in Farbe. Einfache Dialoge und Joystick-Unterstützung sind wichtig. So, Gameplay, wichtiger, Charaktere, visuelle Aspekte. Hier müssen wir echt zirkeln. Weil der Arbeitsaufwand muss ungefähr im weißen Bereich liegen, dann passt das meistens. Hype 48, Tim City. 100.000 für die Engine, sehr wichtig. Und eine neue Technologie ist bereit, offene Welt. Ah, aber Prozessor 4, Grafik 2. Ja, das schafft ja kein Rechner, der auf dem Markt ist aktuell. 53, veröffentlichen wir mal. Mal gucken, wie viele Punkte haben wir. Oh, 114. Ah, dann bieten wir es für $15 an. Spielbericht können wir nicht erstellen, weil wir gerade schon an was Weiterem arbeiten. Oh! Ja, eine solide 83 oder so. Spaß pur. Sehr schön. Und ja, hier sind wir auf Physik ist mir jetzt wichtiger. Künstliche Intelligenz eigentlich gar nicht, oder? Sound, auch so mittel. So, machen wir es mal. Und für Tim City machen wir eine Marketingkampagne. Und zwar 2 Monate in Zeitschriften. Ne, machen wir 1 Monat in der Zeitschrift. Später kommt auch Fernsehen, Internet, eigene Server, eigene Webseiten und dazu. Avenue-Konsole. Mhm. Und der VX81 von Sinfons. Nur 524 verkaufte Einheiten. Eieiei. Minus 82.000. Wir brauchen echt mal ein Spiel, was jetzt auch Geld bringt. Wobei ich nicht glaube, dass es das hier werden wird. Einfache Animation. Ah, Scheibenkleister. Und jedes Genre hat zufällig gewürfelte Eigenheiten, nicht? Wir sprechen nur mit der Presse. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Spiel wird und das ist schon so teuer genug. Ja, das hier ist ein Reimfall. Nur ein neuer Fan. 7888. Eieiei. Mythology Ages ist fertig. 35.000. Eingenommen. 3000 Mal verkauft in etwa. Aber zu wenig Gewinn halt. Trotzdem. Die Mitarbeiter brauchen mal einen Urlaub, würde ich sagen. Bevor wir da weitermachen. Hier der Hype, der ging auf ja, 20 oder sowas, nicht? Eieieiei. Ja, ohne die Engine-Einnahmen wären wir schon längst pleite. Oh, und die Community hat die offene Welt integriert in die Engine. Sehr gut. Das heißt, wir mussten gar nichts machen. Und können einen Spielbericht erstellen. Und vielleicht machen wir eine Portierung von Tim City oder King of Persia direkt. Das wird nicht gut. Ich wollte das Spiel. Achso, hier muss ich raufklicken. Und für den Rick
für die Ulysse und für den PC. Oh, starten wir. Und später kann man einzelne Studios machen, die halt zum Beispiel nur portieren. Andere, die nur das eine machen. Andere, die nur das andere machen. Und dann spezialisierte Leute einsetzen. Ein neues Designelement steht zur Entwicklung von Spielen zur Verfügung. Gute Story. Okay, Spiele werden auch komplexer mit der Zeit. Veröffentlichen. Oh. 74 immerhin für den PC. 60 für irgendwas anderes. Oh, 40 nur da. Na gut. UID Hardware übernimmt Snowstorm für 378 Millionen. Eieiei. Da gab es eine feindliche Übernahme. Da wurden wohl Aktien gekauft. Hotate. Und der VX81 wurde veröffentlicht. King of Persia. Oh, der Hype geht schon wieder runter. Gar nicht aufgepasst. Verkaufen wir für 12, oder? Es lebt. Erstelle einen Spielbericht. Okay. Interessantes Konzept. Durchschnittlich 50. Ja, gut. Hat aber dafür auch nur 23.000 gekostet, nicht? Und verkauft sich 65 verkaufte Einheiten, ja. Okay. Da werde ich nichts rein investieren. Oh, hier gehen die Verkäufe wieder hoch. Auf einmal. Achso, weil wir neue Plattformen hinzugefügt haben. Na klar. Und wir kriegen schon wieder Geld über die Spielengine. Okay. Die Leute sitzen nur rum. Und wir brauchen Geld. Vielleicht machen wir mal, ein Vertrag. Wir könnten nämlich damit unsere Sachen verbessern. Zum Beispiel für die Ulysse 11 Wochen haben wir dafür Zeit. Hier 12 Wochen. 28 Punkte. Wird uns was kosten als Strafe? 26.000. Shady Paintball. Wir versuchen es mal. Ob wir das schon hinkriegen. Wir haben schon 16. Das ist die Zeit da oben. Haben wir geschafft. War aber recht knapp. Also 30 Punkte schaffen wir in etwa. So, und das bringt auch Geld und Erfahrung, nicht? Also so kann man natürlich auch vorgehen. Was haben wir hier noch? 100.000. 15 Wochen. Oh, das wird knapp. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Oder? War das vorher 10 Wochen? Brauchen wir nur 26 und kriegen 119.000. Das machen wir mal. Ein neuer Computervirus wurde entdeckt. Es greift nur Videospielunternehmen an. Klingt blöd, aber es ist zu... Was? Was verlangsamt den Cursor und startet zufällig den Computer neu. Das wird sicherlich auf die Produktivität deiner Mitarbeiter Auswirkungen. Nur zu Hause wird angegriffen. Okay. Shit. Aber wir haben es geschafft. Die Konkurrenz hat uns angegriffen. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Geschafft, kriegen wir 100.000 extra, nicht? Ist eigentlich wesentlich einträglicher, als eigene Spiele zu machen. Man kriegt auch, natürlich die Erfahrungen hin, dadurch. Nochmal 100.000. 22, 13 Wochen. Dann machen wir auch nochmal. King of Persia. 104 verkaufte Einheiten. Tim City immerhin 2200. 3000. Ja. Also richtig erfolgreich sind die nicht. Hier machen wir direkt 100.000 mit. Da sind wir fast auf der Millionenseite. Wir können mal alles upgraden. Die Computer zum Beispiel.
Ich will nicht den Büro, ich will den Computer nur verbessern. Gibt es immer noch keinen neuen Computer? Na dann nicht. Achso, da wäre Computer erneuern, da unternehmensweit. Ich denke mal, das ist es, aber das ist ja Einkaufen. Ist halt das gleiche Symbol, nicht? So, oder fast. Das ist nicht so gut. Ja, was auch nicht gut ist, ist halt... Ja, ich würde sagen, wir versuchen nochmal ein Strategie-Game, oder? Ein Jagdstrategie-Game? Ein Crossover? Industrie, wir sehen ja, was gut lief und was nicht so gut lief. Uhrzeitstrategie, was steigt denn Medizinstrategie? Oh ja, dann nehmen wir das Hospital Theme. Hospital Theme. Indie-Dings, bla bla bla. Achso, Plattform. War Tagi immer noch die beste Plattform? Dann würde ich sagen, für die machen wir es, für die anderen portieren wir es. Wobei wir natürlich auch gucken könnten, ob wir nicht... Ja, die anderen haben keine Grafikleistung. Und dann würde ich sagen... Bleibt das so? Ja. Story. Oh, Story ist ja neu hinzugekommen. Joystick-Unterstützung brauchen wir nicht. Ich würde auch sagen, das ist eher ein 2D-Game. Einfache Dialoge. Lass ich auch mal weg. Brauchen wir nicht. Visuelle Aspekte. Gehen wir nochmal runter. Das hier auch. Dafür ein bisschen weniger Story. Tactic Fallout minus 70.000, nur 17.000 eingespielt. Immer die Marketinggebühren rausgeholt. Das war nicht gut. Ja, und das Spiel bleibt noch drin, weil die anderen Plattformen ein bisschen weiterlaufen. Weil wir die ja erst danach portiert haben. Oh, und Fans gehen auch wieder runter. Okay, das ist neu. Ah, wenn die Spiele rausfliegen, dann fallen auch die Fans weg. Okay, das war früher anders. Die hat man nämlich dauerhaft behalten. Wie teuer ist denn offene Welt? 4 und 2. Krieg ich eh nicht mehr hin, nicht? Shit. 4, 5, 6. Ah. Na gut, dann machen wir das so. Und Marketing. Wir sprechen nur mit der Presse. Das andere ist viel zu teuer und lohnt sich nicht für uns. Genau wie die Messen nicht. Wir kriegen wieder 100.000. Wir sind inzwischen Millionäre mit unserem Unternehmen geworden. Jawohl! Darauf trinken wir einen Schluck. Prösterchen. Aber anstatt Ranglisten könnten wir einfache Animationen nehmen. Optimierung sehen wir auch inzwischen besser. Das sollte eigentlich passen hier hinten. So, Hype haben wir angeheizt. Minus 7 Fans. Minus 8 Fans. Wie kann das sein? Okay, es kann sogar eine Portierung Minus-Fans erzeugen. Löhne sind gestiegen. Was? 10%? Wer hat ihnen das erlaubt? Spiele-Engine. Unsere Saturn-Engine kann, glaube ich, auch mal geupdatet werden. Eine kommende Plattform, VX Spectrum, Prozessorleistung 14, Grafikleistung 1. Tim City, minus 7 Fans, okay. Es war kein gutes Spiel, Tim City.
So, hier kommen auf 30. Ich glaube, auf 31 ging es noch, oder? Nee, ging nicht. Oh, für 14 haben wir es raus. Und einen Spielbericht will ich haben. 94! 81 als schlechteste. Es ist riesig. Also es ist riesig. Okay. Bedeutet Marketingkampagne. Auf jeden Fall. 2 Monate Zeitschrift hau ich rein. Ein Spiel portieren. Hospital Theme. Definitiv. Auf allen Plattformen, wo geht. PC geht nicht mehr. Oh, okay. War auch eine blöde Plattform. Starten. Hat uns -8 Fans gebracht, die wir uns mühsam erkämpft haben. 14.000 Verkäufe. Okay. Das hat jetzt schon 100.000 plus das Spiel. Trotz Marketingkampagne. Ich weiß, wie sehr du meine E-Mails liebst. Hier sind die gute Verkäufe beobachten können. Ich habe Berechnungen angestellt und heute werden wir über Verkäufe vom Hospital Theme sprechen. Ein Bonus von 20% bei dem Spiel. Okay, ich weiß zwar nicht, wer er ist. Bin nur ein Gure, aber okay. Und wir haben hier die Hinweise, alle auf 5. Sehr geil. So, werdet mal fertig. Team City, ja, nicht. Scheiß Game. -73.000. Wir veröffentlichen für die anderen Plattformen. Ah, für die natürlich nur 86, für die nur 70 und für die auch nur 80. Kommende Komponenten, ein Pyxorn und ein Iwashi. Mhm. Heute Morgen wurde bekannt gegeben, dass der millionenschwere Gründer von Greenbrite beschlossen hat, in die Stadt zu ziehen. Oh oh. Ein neuer Investor ist hier, der uns beweist, dass wir die Arbeit gut machen. Es ist nicht leicht, große Unternehmen anzuziehen. Ja. Okay, auf jeden Fall erstmal alle Mitarbeiter sind schon wieder... Okay, erstmal die Computer erneuern und dann alle in den Urlaub schicken, damit die sich mal erholen können. Gerade jetzt, wo wir hier ein Spiel haben, was mal ordentlich Plus macht. 21.000 Verkäufe. 29.000 Verkäufe. 85 Fans gewonnen. Kommende Plattform, Commander 64 und Roberto Vision. 228.000 Gewinn gemacht. Das hat alle negativen Folgen der Spiele davor weggebracht. Hospital Theme. Also Theme Hospital. 33.000. Plattform wird nicht weiter produziert. Ja, ist auch die älteste. Tesla und Gunpowder. So, alle Mitarbeiter sitzen rum. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen ein neues Spiel. Und Strategie RTS. Wir wagen uns halt an neue Genres. Piraten. Oh ja. Und dann nennen wir es Pirate Thunder. Mit der Saturn V.6 Engine. Watagi verliert langsam Marktanteile, nicht? Ist halt auch eine alte Plattform. Wenn wir eine andere nehmen vielleicht, die neuer ist. Welches Jahr haben wir denn? 1981, 82? Irgendwie sowas. Wäre die am neuesten, aber die hat keine Grafikleistung. Das ist natürlich schade. Und die ist noch nicht verfügbar. Die kommt erst raus in diesem Jahr. Das dauert also noch ein bisschen. Wir könnten für die Ulysse entwickeln. Dann könnten wir es aber auf keine andere portieren. Okay, wir bleiben beim Watagi erstmal nochmal. Zielgruppe diesmal alle. Boah, ich lasse es mal bei allen, oder? Machen wir nochmal ein Erwachsenenspiel. Ein RTS für Erwachsene? Ja, komm. Aber es schränkt halt die Zielgruppe ein, nicht? Könnte aber natürlich ein Erfolg sein. RTS? Nee, lassen wir mal für alle.
Okay, ein paar Hinweise haben wir hier ja. Wir gehen auf jeden Fall auf 3D-Grafiken. Und ja, machen wir es so. Hospital Team 268.000, 297.000 eingespielt. Sehr gut. Gibt es eine Messe? Es gibt die, wann ist die? September. Ich würde mit zwei Spielen hingehen. Ja. Dann können wir nochmal das Spiel anheizen, so ein bisschen. Wir kriegen nochmal 100.000 für die Engine. Das ist auch immer eine sehr gute Geldspritze. Künstliche Intelligenz. Sound. So. Passwortbasiertes Speichern. Nee, das nehme ich nicht. Dann nehmen wir da wieder die Animation, würde ich sagen. Ja. Watagi. Bis wir mit dem Spiel fertig sind. Wir veröffentlichen eine Demo. Ich finde, die Demo müsste auch noch mal einbringen, ein paar Sachen, ob das sich lohnt. Einfach Animation. Genau. Hätte ich mal von Hospital Team eine Demo rausgebracht. Der Markt stabilisiert sich. Mitte des Sommers gab Watagi, der Marktführer auf dem Videospielmarkt, einen Verlust von 356 Millionen Dollar bekannt. Plastics befand sich in einer sehr ernsten Schwierigkeit und zog sich vom Markt zurück. Das Gericht ging um, dass der Videospielmarkt zusammenbrechen würde, um Platz für Mikrocomputer zu schaffen. Bla bla bla, Verluste aber nicht eingetreten. Es erholt sich der Markt. Hospital 7, man sieht, es flacht langsam ab. Oh, Mausunterstützung. Die Maus wurde erfunden. Das Spiel ist fertig, deswegen würde ich es direkt portieren auf einer Plattform, wo es möglich ist. Warum geht das nicht? Weil der Markt bricht zusammen. Ja, so ist es halt. Aber warum kann ich das nicht auswählen? Was fehlt denn da? Okay. Dann halt nur für die beiden. So, und jetzt ist die Sache, wir portieren es, bevor wir es veröffentlichen. Und dann veröffentlichen wir es gleichzeitig. Oh, die kriegen schon wieder mehr Geld. Das ist nicht gut, das heißt, wir müssen auch mehr einnehmen. Plattformen werden eingestellt. 337.000 hat das eingespielt, ist sehr gut. So, der Hype hier ist bei 31. King of Persia. 1.300 gerade mal eingespielt. Eieiei. Gamepad-Unterstützung. Oh oh, wir müssen unbedingt die Engine aktualisieren. Die V5.7. Und wir wollen alles aktualisieren. So, hier warten wir den Hype ab. Neue Plattform veröffentlicht. Achso, wir müssen warten, bis die hier fertig sind, ne? Oh, das kostet schon richtig viel. Ich glaube, wir müssen nach jedem Spiel jetzt das da reinnehmen. Oh, Pirate Thunder nochmal, bevor wir es rausbringen. 50-50 Besucher, ha, nicht so gut. 100.000 für die Engine, sehr gut. Hype 50%, 51, 52. Ich glaube, bei 55, nicht, ging es dann runter. Ne, ja, ging runter.
Für 14 haben wir es raus. Naja, 82, eine 90er, das geht schon. Fürs erste RTS, nicht für die anderen Plattformen, eine 70, eine 80, das geht. So, machen wir dafür Werbung oder nicht? Das ist immer so die Frage. Es hat schon 90.000 gekostet. War eher Durchschnitt, nicht? Ich glaube, das wird nicht so gut. Da stecke ich nicht noch mehr Geld rein. Wir haben 97 Fans inzwischen. 2.100 verkaufte Einheiten. Fünf Fans. Ein Monat machen wir, oder? Und dann gucken wir nochmal wegen Portieren. Da sind ja gerade neue Plattformen gekommen. Watagi. Ja, kein Marktanteil. Aber habe ich nicht gerade für eine Watagi was gemacht? Wir veröffentlichen einfach für alle Plattformen. Gute 90er-Wertung. Können das Hospitality-Team auch noch auf die anderen Plattformen bringen? Warum das hier nicht geht? Ja, das läuft ja richtig gut. Minus 123.000. Eieiei. Aber ey, 5.000 verkaufte Einheiten fast. Oh nee. Benutzeroberfläche ist hinzugekommen. Das heißt, es wird komplexer, die Spielentwicklung. Rustin übernimmt Cycle Enix. Oh oh. Neue Komponenten. Ja, die interessieren uns nicht, solange wir keine Konsole herstellen. Pirate Thunder wird einen Bonus von 9% haben. Und PC und GES wurde eingestellt. Deswegen kommt bald der Super GES. Oh, wir veröffentlichen. Spaß pur. Ah. Ist ja nur, um hier nochmal das Spiel zu wiederbeleben. Nochmal 100.000 für die Engine. Nicht, also mit unseren Spielen. Man kann reich werden. Oh. Jetzt haben wir die richtige Plattform erwischt. 9.000 verkaufte Einheiten auf einmal hochgesprungen. Der Rig 20 war es und der Volk Spectrum. Nicht, der Watagi. Der ist gar nicht mehr relevant, für den wir es ursprünglich entwickelt hatten. Und hier auch nochmal, sehr gute Verkaufszahlen. Mitarbeiter auf jeden Fall in Urlaub schicken und Zeit weiterlaufen lassen. Ja, wir müssen bald umziehen in ein größeres Büro, würde ich sagen. Oder ein zweites Büro aufmachen. Pirate Thunder kriegt einen Bonus von 11%. Grey TV wird nicht weiter produziert. Nur noch minus 72.000, das ist nicht schlecht. Wir können mal gucken, ob wir uns in der nächsten Folge ein Büro leisten werden. Ein größeres. Ob wir was finden können, was wir bezahlen können. Und ich würde sagen, bis gleich.